Du, sag mal, vermisst du eigentlich das Fliegen? Nein, überhaupt nicht. Und es war doch auch teilweise so, dass du um 4 Uhr morgens aufstehen musstest, um den ersten Flieger zu erreichen. Ich erinnere mich nicht daran, das war grausam. So viel Kaffee kannst du gar nicht trinken, um das zu kompensieren. Und das Schlimme dabei ist, ich mag nicht mal Kaffee. Am Flughafen angekommen, hast du dann da diese langen Schlangen an der Security. Ja, wenn du da mal endlich dran bist, dann musst du die Schuhe ausziehen, dann musst du den Gürtel ausziehen. Wenn du dann Pech hast, verlierst du die Hose und dann robbst du irgendwie auf Socken durch diese Sicherheitsschleuse. Und egal, was du machst, dieses blöde Ding piepst am Ende dann doch. Und trotz der ganzen Security bleibt dieses ungute Gefühl im Bauch. Und weißt du noch, als du mir am Flughafen dann mal von Bombenanschlägen erzählt hast und der Security-Mann mit Knopf im Ohr uns die ganze Zeit gefolgt ist? Naja, ich hätte vielleicht nicht das Wort Bombe so laut sagen sollen, aber wir haben ja Glück gehabt, wir haben nicht die ganze Nacht im Knast verbracht. An der Sicherheitsschleuse waren wir ihn ja dann wieder los und dann wurden wir in den Bus gepresst und anschließend in das enge Flugzeug. Zu eng ist aber untertrieben. Ich hatte mal einen neben mir, der hätte eigentlich 2 Sitze gebraucht und dann hat der vor mir noch den Sitz zurückgemacht und die Frau rechts hat nach Parfüm gemüffelt. Du, das war eine Folter. Dafür habe ich noch jede Menge Geld bezahlt. Naja, wenn du dir auch den Mittelsitz andrehen lässt, dann hast du natürlich das Problem, dass der Mensch rechts und links neben dir dann die Arme auf die Armlehne legt und du weißt dann nicht mehr, wohin mit den Armen. Warum haben die Sitze nicht 2 Armlehnen? Das weiß nur die Airline. Ist aber egal. Interessiert uns ja nicht. Besonders schlimm beim Starten und Landen war ja auch immer dieser Druck auf den Ohren. Und die Babys, die können das ja nicht so ausgleichen. Und die Armen haben dann immer so geschrien. Nicht nur die Babys. Ich musste ja auch mal mit Schnupfen fliegen. Du, solche Ohrenschmerzen, wie ich da gehabt habe, habe ich mein Lebtag nicht mehr gehabt. Auweia, du Riesenbaby. Das war ein Männerschnupfen. Hey, ich fand das gar nicht witzig. Ich habe danach 3 Tage nichts mehr gehört. Du, ich bin heilfroh, dass wir nicht mehr fliegen müssen. Hätte der Herrgott gewollt, dass der Mensch fliegt, hätte er ihm Flügel wachsen lassen. Ja, oder einen Raketenantrieb. Aber ich bin auch sehr froh, dass wir das hinter uns gelassen haben und nicht mehr fliegen. Sag mal, nächste Woche haben wir doch einen Termin am Bodensee. Da hast du abends eine Veranstaltung und ich muss am nächsten Tag aber wieder in Berlin sein, weil ich dann vormittags ein Seminar habe. Wie machen wir das überhaupt? Ja, lass dich mal überraschen. Ich habe einen Nightjet gebucht. Da steigen wir abends am Bodensee ein. Ja, über Nacht geht es dann zurück nach Berlin und Platz haben wir da auch. Ohne Ende. Hä? First Class oder was? Und außerdem gibt es in Berlin ein Nachtflugverbot. Und ich will nicht mehr fliegen? Ja, hier gibt es sogar ein Tagflugverbot. In Tegel werden wir auch nicht landen. Lass dich einfach mal überraschen. Ja, da bin ich ja gespannt. Ja, dann verlassen wir mal Europas klimafreundlichsten Flughafen und machen uns auf den Weg nach Radolfzell. Na, mit der Klimafreundlichkeit, das ist ja dann auch bald zu Ende. Sag mal, ist das eigentlich dein Nightjet? Ja, netter Versuch. Du, mit dem Elektroauto kann man ja problemlos auch bis in die Schweiz fahren. Das haben wir in einigen YouTube-Videos schon gezeigt. Aber diesmal machen wir es noch besser. Die Geschichte der Hinfahrt nach Radolfzell ist schnell erzählt. Los geht's von Berlin. Doch noch einmal kurz zurück zum Flieger. Rund 3% der von Deutschen verursachten Kohlendioxidemissionen kamen vor Corona vom Flugverkehr. Weil Flugzeugabgase in der Höhe einen viel größeren Schaden als am Boden verursachen, ist die Auswirkung auf die Erderhitzung noch einmal um den Faktor 2 bis 5 höher. Am von uns Menschen verursachten Treibhauseffekt in Deutschland haben darum Flieger einen Anteil von rund 10%. Viele können sich eine Welt ohne Flieger gar nicht vorstellen. Dabei benutzen gerade mal 3% der Weltbevölkerung pro Jahr das Flugzeug. Aus diesem Grund haben wir entschieden, überhaupt nicht mehr zu fliegen. Wenn man einen Reisetag zur Verfügung hat, ist das auch gar nicht nötig. Die Fahrt mit einem Benzin- und Dieselauto scheidet als klimafreundliche Alternative aus. Der Klimafußabdruck ist zwar etwas kleiner als beim Flieger, aber immer noch im dunkelroten Bereich. Deutlich besser ist die Fahrt mit dem Elektroauto, vor allem wenn die Batterie vom eigenen preiswerten Solarstrom vollgeladen wurde. Die Nase vorn hat aber die Bahn. Will man einfach nur von A nach B kommen oder in unserem Fall von Berlin nach Radolfzell, hat man außerdem weniger Stress. Statt stundenlang stur auf die Straße zu starren, kann man die Fahrzeit sinnvoll nutzen. Und für unser Ticket haben wir gerade einmal jeweils 37,40 Euro bezahlt. Und das für die erste Klasse. Da sagt mal einer, die Bahn sei teuer. Und so erreichen wir am Ende auch ganz entspannt unser Ziel Radolfzell. In Radolfzell haben wir uns ein Nullenergie-Hotel ausgesucht. Eine Öl- und Gasheizung gibt es hier nicht. In dem Hotel lässt es sich klimaneutral übernachten.
Das Gebäude erzeugt die benötigte Energie durch erneuerbare Energien weitgehend selbst. Photovoltaikanlagen in der Fassade und eine Windkraftanlage auf dem Dach liefern den Strom. Vakuumröhrenkollektoren und eine Wärmepumpe sorgen dafür, dass es auch im Winter angenehm warm und im Sommer erfrischend kühl ist. Sag mal, wie fandst du eigentlich unsere Hinfahrt? Ja, total super. Wir sind so entspannt hier am Bodensee angekommen. Wir haben alle unsere Arbeit schon im Zug erledigt gehabt. Wir haben einen schönen Abend verbracht. Aber morgen könnte das ein bisschen stressiger werden. Wie lange geht eigentlich dein Vortrag? Ich glaube, so gegen 18 Uhr sollten wir durch sein. Oh, und dann können wir auch ziemlich schnell wieder aufbrechen. Das ist prima. Und manche Leute, die würden ja von Zürich aus nach Berlin mit dem Flieger fliegen. Und da wäre man dann so um Mitternacht zu Hause. Aber mit dem Nightjet hast du sicherlich nicht den Flieger gemeint. Nee, ganz sicher nicht. Wir fliegen ja nicht mehr. Nein, wir nehmen die ÖBB. Die österreichische Bundesbahn? Hey, du kennst dich ja aus. Du weißt aber schon, dass Österreich die falsche Richtung ist. Du, alle Wege führen nach Berlin. Klar ist Österreich die falsche Richtung. Wir fahren nur durch Deutschland. Aber wir fahren Nachtzug. Und 2016 hat die Deutsche Bahn sämtliche Nachtzüge eingestellt, das Zugmaterial an die Österreicher verkauft. Und seitdem betreibt die ÖBB sämtliche Nachtzüge, auch die, die durch Deutschland fahren. Das ist doch aber irgendwie irre. Die Bahn ist doch staatlich und der Staat sollte doch eigentlich ein Interesse daran haben, dass es eine klimafreundliche Alternative zum Fliegen gibt. Ja, irgendwie hat es unser Staat nicht so wirklich mit dem Klimaschutz. Angeblich lassen sich ja Nachtzüge in Deutschland nicht wirtschaftlich betreiben. Darum hat die Deutsche Bahn sie auch abgestoßen. Aber seit die Österreicher die deutschen Nachtzüge betreiben, werfen sie wieder Gewinn ab. Okay, und wo kommt man überall hin mit dem ÖBB? In der Karte siehst du das Liniennetz der ÖBB. Von Berlin und Hamburg aus kommt man immerhin direkt nach Wien und nach Zürich. Von München aus kommst du auch nach Venedig, Mailand, Rom und Brüssel. Immerhin, das ist besser als gar nichts. Aber kommt man an keine anderen Orte in Europa mit dem Nachtzug? Doch, du erreichst eigentlich sogar viel mehr Orte, als du denkst, aber nur nicht mehr mit der Deutschen Bahn. Nachtzüge fahren sogar bis zum Polarkreis. Mit der Ungarischen Bahn kommst du von Berlin und München nach Budapest. Von München geht es auch nach Kroatien. Und die Russische Bahn bringt dich sogar nach Paris, Warschau oder Moskau. Allerdings fahren die Züge nicht täglich. Wow, das ist ja mehr als ich dachte. Aber wenn wir flächendeckend den Flieger ersetzen wollen in Europa, dann ist das ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber sag mal, du hast so unglaublich geflucht beim Buchen vom Ticket. Was war da eigentlich los? Naja, ich konnte einfach das Ticket bei der Deutschen Bahn nicht online buchen. Kann man jetzt keine Tickets mehr in Deutschland online buchen? Naja, die bei der Deutschen Bahn schon, aber die Nachtzüge werden ja von der ÖBB betrieben und das klappt nicht. Und hättest du das dann nicht über die ÖBB online buchen können? Ja, das wäre gegangen, aber wir fahren auch nicht alles mit der ÖBB. Der Nachtzug von Offenburg nach Berlin, der ist von der ÖBB, der Zubringerzug von Radolfzell nach Offenburg, allerdings von der Deutschen Bahn. Da haben wir noch zwei unterschiedliche Bahncards und das wäre auch wiederum zu viel für das ÖBB-Ticketsystem gewesen. Ich hätte also den Nachtzug von Offenburg nach Berlin über die ÖBB online buchen müssen, die Zubringerzüge dann über die Deutschen Bahn. Das war mir dann zu stressig und dann bin ich einfach zum Ticketschalter gegangen. Und hat das denn dann problemlos geklappt? Ja, hat ein bisschen gedauert, aber das Spannende ist, während ich beim Ticketsystem bei der ÖBB nur Liegewagen angeboten bekommen habe, gab es am Schalter sogar noch Schlafwagen. Und hast du den Schlafwagen dann auch gebucht? Ja, wir haben ja so eine günstige Hinfahrt gehabt. Da war noch ein bisschen Geld in der Reisekasse und da habe ich dann beim Schlafwagen zugeschlagen. Oh, das ist ja super, das freut mich. Denn auf der Fahrt nach Wien hatten wir ja auch schon Schlafwagen und das hat richtig Spaß gemacht. Dann werden wir heute mal den Tag genießen, morgen hast du deinen Vortrag und dann werden wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mal einen Einblick in unser Schlafzimmer gewähren. Hey, hey! Von Radolfzell nach Offenburg sind wir mit der Regionalbahn gekommen. Wie sowas aussieht, das wisst ihr, das haben wir extra nicht aufgenommen. Und jetzt sind wir hier in Offenburg und warten auf den Nightjet. Geht's? Ja. Ja, das Gepäck haben wir hier schon mal abgelegt. Psst, nicht so laut. Einige schlafen schon. Okay, dann versuchen wir es mal ein bisschen leiser. Wir machen mal einen kleinen Rundgang hier durch unser Schlafzimmer im Zug. Wir haben nicht das beste Schlafzimmer bekommen, das heißt eine Toilette, eine Dusche haben wir hier nicht. Das gibt es sogar auch. Wir haben nur ein Waschbecken. Aber immerhin, das heißt also hier mal Zähne putzen, sich irgendwie hier frisch machen, funktioniert. Licht und Strom haben wir auch. Wenn wir uns jetzt einfach mal weiter umschauen. Das hier ist die untere Etage.
Und was ich euch noch zeigen wollte, das letzte Mal hatten wir hier einen Plastikbecher, diesmal ist es Glas. Ja, hier geht es dann nach oben, hier hängt noch die Jacke davor. Und hier oben ist dann das zweite Bett mit einem Gurt, den man noch aufspannen muss, um nachts nicht aus dem Bett zu fallen. Ja, jeder hat noch so eine Überraschungstüte. Da sind so allerlei wichtige Dinge dabei, wie Schuhe, Handtuch und was besonders wichtig sind, die Ohrstöpsel für die Nacht. Für die, die eben ja, das Fahren im Zug nicht so gewohnt sind und die Geräusche nicht hören wollen. Und dann gibt es auch noch das Fläschchen Sekt und die Wasserflasche. Es ist alles sehr sauber, aber das Zugmaterial ist schon so ein bisschen in die Jahre gekommen. Die ÖBB hat auch schon neue Züge bestellt. Wow, die sehen ja echt schick aus. Da freue ich mich auch drauf. Naja, bis 2022 musst du dich bei den neuen Wagen leider noch gedulden. Ja, hier im Zug bekommen wir sogar Frühstück. Erzähl doch mal, was es so alles gibt. Ja, hier kann man sich ein Getränk aussuchen und dann kann man sich 6 Komponenten auswählen aus ja, einer Vielzahl von Dingen wie Gebäck und Butter oder Margarine oder die verschiedenen Aufstriche. Nur vegan ist nicht allzu viel dabei. Schade, dass die Bahn keinen wirklichen Bock mehr auf Nachtzüge hat und das Zugmaterial komplett abgestoßen hat und die Nachtzüge eingestellt hat. Fragt doch mal euren Verkehrsminister, fragt den Vorstand der Bahn, warum das so ist. Die Österreicher bekommen es ja schließlich auch hin. Wollen wir auf die Flieger in Europa verzichten, brauchen wir ein gut ausgebautes Netz an Nachtzügen. Das heißt, hier muss viel, viel mehr passieren. Und da kann man doch einfach mal träumen. Wir haben doch Züge, die 250 Stundenkilometer fahren können. Die Strecke von Berlin bis nach Lissabon sind ungefähr 2800 Kilometer. Das kann man locker in 14 Stunden schaffen. Stellt euch mal vor, abends um 18 Uhr geht es in Berlin los. Morgen um 8 Uhr seid ihr ausgeschlafen in Lissabon. Das wären Visionen. Und wenn man das Ticket dann noch komplett bei der Deutschen Bahn online buchen kann, ohne Schwierigkeiten, dann können wir viele Leute bewegen, vom Flieger auch wirklich auf die Bahn umzusteigen. Ihr habt gesehen, man kommt auch ganz gut ohne Flieger flott. Man erreicht wahnsinnig viele Länder. Österreich, die Schweiz, Italien, Kroatien, Skandinavien, Paris oder Moskau. Und wir haben ganz bequem wieder Berlin Ostbahnhof erreicht. Wenn dir das Video gefallen hat oder du das Thema abgefahren findest, dann setz einen Like. Und wenn du alle weiteren Videos mitbekommen willst, dann setz die Glocke und abonniere den Kanal. Dankeschön. Tschüss und bis zum nächsten Mal.